Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sol 2. Wir haben in der letzten Runde, die etwas gruselige Geschichte gelesen. Von dem Seemann, der den Barkeeper umgebracht hat und der dann zurückgekehrt ist, scheinbar. Oder auch nicht, wir wissen es gar nicht ganz genau. Und jetzt haben wir hier diese Höhle gefunden und ich würde sagen, da flitzen wir rein, oder? Schauen wir mal, ob es hier irgendwo den bösen Barkeeper gibt. Der müsste ja irgendwo wohnen jetzt, ne? Paar Flaschen. Money, money, money. Bisschen gruselig, die Höhle, ne? Auch die Sounds hier. Stein. Nehmen wir alles mit. Oh, das ist eine bisschen größere Höhle sogar. Hä? Haben wir gerade einen Seestern gefunden? Nice. Abenteurerbogen. Ach, die weißen Pilze, die hier in meiner Höhle wohnen. Sehr gut. Ich würde hier aber auch mal versuchen... Nee, ich bin gespannt, ob wir hier jetzt auch den Schlüssel finden. Von dem Kapitän, das wäre natürlich mega nice. Oh, bitte, bitte, das wäre gut. Na, dann gehen wir mal weiter in die Höhle, oder? Eher ungern. Da geht's auch noch weiter. Knoblauch. Seesterne findet man hier. Ich will immer draußen welche aufsammeln, das geht natürlich nicht. Ja, wir sind Level 10. Oh, super. Das bedeutet, wir können ab sofort auch neue Erze abfarmen. Ah, oh, das finde ich so gut. Will ich aber mal hier rumgucken. Gut, dass wir die Laterne haben. Das war eines der besten Items, die wir gleich gemacht haben. Liegt da oben irgendwas drauf? Schade, schade. Ich dachte, wie viele Pilze gibt es denn hier, bitte? Wow. Der hat natürlich nichts. Naja, ich bin mal gespannt. Vielleicht geht die Story hier weiter. Das wäre ja geil. Hier scheint es soweit nichts mehr zu geben. Ah ja. Er hat ganz viele Pilze gefunden. Er will sie alle essen. Ja, was draus geworden ist, sehen wir ja. Latschen wir mal hier rum. Noch eine Spitzhacke. Aber kein Schlüssel, ne? Ach, guck mal, Eisen bauen wir hier gerade ab. Oh, wie gut. Aber gibt es hier nirgendwo einen Schlüssel? Ich wollte doch unbedingt einen Schlüssel finden. Geht's hier noch irgendwo weiter? Habe ich irgendwas übersehen? Ich dachte jetzt, durch die Geschichte war ich jetzt irgendwie so angefixt in der Hoffnung, dass hier natürlich mit Bezug auf die Geschichte irgendwas los ist. Aber scheint nicht so. Guck nur noch mal zur Sicherheit, ob wir wirklich alles haben. Aber das sieht sehr gut aus. Na, dann gehen wir wieder raus. Das Dorf haben wir auch ausgeräumt. Wir haben ein bisschen was geschichtentechnisch dazugelernt hier. Was ist das da? Seestern.
eine Perle. Ich dachte, für einen Augenblick, wir können den Seestern aufsammeln. Gut. So würde ich sagen, wir gehen hier noch ein Stück weiter. Dann wird es aber auch langsam Zeit, die Insel zu verlassen, oder? Ein Ancient Key haben wir leider nicht gefunden. Und leider auch nicht den Kapitänsschlüssel. Wobei ich, wie gesagt, nie weiß, ob die Sachen immer auf derselben Insel sind. Oder ob die sich vielleicht auch woanders befinden können. Ich sammle hier gerade noch ein bisschen Gedöns ein. Dabei gucken wir uns noch ein bisschen um. Gerade mal da nochmal kurz gucken. Da ist ein Hirsch. In solchen Senken mag ich immer gerne reingucken, ob es da gegebenenfalls einen Höhleneingang gibt. Aber hier sieht es nicht so aus. Schade. So, bevor wir uns jetzt hier aber wieder verlaufen, bleiben wir mal in der Nähe vom Strand. Bin prädestiniert dafür, mich zu verlaufen. Schade, der Piratenschlüssel. Ich darf es nur nicht vergessen, dass es hier Ancient Key und den Piratenschlüssel, dass es hier die Kisten gibt. Aber der Piratenkapitän war doch hier. So, ein bisschen Kupfer nehmen wir gern. Aber wahnsinnig groß, gell, die Insel. Super genial. Ja, ein Schwein. Ich dachte zuerst, das wäre ein Bär, aber... Nee, du bist nur ein kleines Schweini, Schweini. Und kochen. Wir müssen unbedingt kochen. Haben wir noch was zu mampfen? Boah, Fleisch, guck mal. Fleisch haben wir echt ohne Ende. Das ist richtig gut. Komm, wir hauen uns das hier jetzt noch rein. Letzte Ration. Der Piratenschlüssel. Oh, ich finde so lose Enden immer so unangenehm. Gehen jetzt das Stück hier noch zusammen vor. Gerade mal hier rüber spiegeln. Aber was ich echt gut finde, ist, dass es auf der Insel auch Händler gibt. Ich meine, in dem Fall hat es uns nichts gebracht, weil das ein Outfitter war. Aber ich finde das echt gut, dass man hier also sowohl Stories erleben kann, als auch, dass man hier Händler findet. Finde ich schöner, als wenn du dann im Hin und Her eiern müsstest. Bin mal gespannt, wie das da auf den anderen Inseln dann ist. Was haben wir hier? So, hier mit dem Stein, so in der Blume. Also dann haben wir wirklich diese Insel krass abgegrast. Hier waren wir, ne? Waren wir hier? Jo, hier waren wir. Empty, empty. Na, was geht ab? Jo, kennen wir schon. Dann dir weiterhin hier viel Erfolg. Können wir uns nämlich jetzt mal zum Schiff zurückmachen. Piratenschlüssel. Ancient Key und Piratenschlüssel sind so die
Sachen, die wir brauchen. Auf der einen Insel gab es bei dem Altar auch noch einen, ich weiß gar nicht, was es war, wo man auch einen Schlüssel für braucht. Da muss ich mal auf meine, müsste ich mal auf meine schlaue Liste gucken. Ein paar lose Enten haben wir mittlerweile schon. Und ich glaube, je mehr Inseln es werden, desto mehr lose Enten werden es auch. Aber gut. Gehört dazu. Wir werden das noch alles wieder zusammengepuzzelt bekommen, hoffe ich. Und zur Not habe ich euch ja noch, die mir da sicherlich, falls ich mal was vergesse, imaginär auf die Finger hauen und sagen, Mensch, Nico, willst nicht mal mit dem Schlüssel zu der Insel und so? Freue ich mich drauf. Und natürlich schon mal vielen Dank an der Stelle. Mit Kupfer, Ausbeute können wir uns hier wirklich nicht beschweren. Und ich freue mich so, dass wir jetzt Level 10 sind. Das heißt, wir können jetzt Eisen abbauen. Was natürlich richtig genial ist. So, nochmal kurz hier hochgucken. Das war das Ding, wo wir waren, ne? Jo. Ich will trotzdem noch mal ganz kurz gucken, nicht, dass ich mich irre, aber ich glaube schon. Da habe ich doch glatten Rope vergessen. Aber ja, hier waren wir. Gut. Kriege ich immer noch nicht auf. War klar. Oh, es gibt Fallschaden. Okay. Wir haben einen Fallschaden gekriegt. Auch gut zu wissen. Ich finde, bei solchen Spielen kommt so ein bisschen echt das Abenteurerherz raus, ne? Kannst du rumrennen, kannst du Sachen erforschen. Boah, guck mal, wie viele Inseln hier noch sind. Das macht so Fun. Und ich kann es überhaupt gar nicht erwarten, dass noch weitere Updates kommen, insbesondere mit inhaltlichem Content. Ja, da bin ich ein bisschen gierig. Ich will mehr, jetzt bin ich angefixt. Ein Bär. Den sollten wir uns vielleicht schnappen, oder? Wie viele Pfeile haben wir noch? Ein. Komm, stirb. Hä, Human Bone. Mhm. Das war jetzt aber, lass mich raten, kein von diesen... Du bist auch kein Grizzly. Entschuldigung. Wo es die Grizzlies wohl gibt. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Da vorne ist unser Schiff. Home Sweet Home heißt es gleich. Doch, abgefahrene Insel. Zuerst dachte ich, hier gibt es nicht so viel. Und die Insel hat sich dann doch als kleine Wundertüte erwiesen. Voll schön. Oh, guck mal, da hinten sehe ich aber auch was, ne? So, jetzt lass uns mal kurz auf die Insel, auf die Map schauen. Auf der Insel waren wir jetzt. Und jetzt müssen wir mal gucken. Guck mal, die ist im Westen. Die ist im Norden. Weil wenn wir schon mal hier sind, dann können wir die ja eigentlich auch noch abfahren, oder? Jetzt lasst uns aber mal zuerst ein bisschen was kochen. Vegetarische Suppe, da fehlt uns noch am Grünkraut, fehlt uns da. Schade. Jetzt fehlt uns tatsächlich Öl und dafür fehlen uns jetzt tatsächlich
das hier und davon können wir aber... Oh ja, davon können wir ein paar machen. Komm. Wir hauen mal ein bisschen raus, ne? Hätte ich gesagt. So, Inventory. Ach, schaut euch das an. Das sieht doch gleich wieder richtig lecker aus. Nee, den wollte ich eigentlich nicht einsammeln. Ich würde gerne gerade solche Sachen, die lilanen, die würde ich mal hier rüber feuern, ne? Scheint ja was wirklich Außergewöhnliches zu sein. Und jetzt wollte ich nochmal gucken, wir haben noch eine Map gekriegt. Hier. Map to Seaport. Aha. Könnte man auch mal eben schnell hinfahren, ne? Zu einem Hafen. Warum nicht? Aber wir schmeißen jetzt vielleicht erstmal hier unseren Ofen an. Tja, da fehlt uns immer noch das Moos. A type of mouse found in an ancient chest. Ah, dafür brauchen wir ancient key. Hm. Schlecht. So, wir können Kohle machen. Aber ich würde sagen, wir machen mal ein paar Kupfer. Die Pickaxe wäre cool, aber hm. Oh, jetzt ist schon wieder dunkel. Ey, die Zeit rennt im Spiel aber auch. Wir brauchen auf jeden Fall Pfeile. Wir machen uns mal ein paar mehr, oder? So. Ein Eimer. Ich weiß doch immer noch nicht genau, wofür wir den Eimer brauchen. Gibt's also die Standardsachen. Das können wir auch noch nicht. Uns fehlt insbesondere ja so eine goldene Laterne. Was fehlt uns hier für eine... Ein Holzbrett. Wo kann ich denn die stinknormalen Holzbretter machen? Sandpapier. Ach, guck mal, Sandpapier. Wie viel brauchen wir davon? 7. Könnten wir ja nicht mal herstellen, oder? Hier, Sandpapier. 4, 5, 6, 7. Jo, das haben wir. Hier, Woodplank. Davon stellen wir auch mal welche her. Kohle bräuchte ich mir noch und die Laterne fehlt uns auf jeden Fall. Und hier, was? Leinen. Leinen könnten wir uns doch auch herstellen. Wir nehmen hier mal gucken, wie so eine Fackel aussieht. Jetzt gucken wir mal gerade unsere Skills an. Wow. Ja, jetzt geht's langsam los hier, ne? Mining 10, Cooking. Ist das geil. So, lass uns mal nach Quest gucken. Also, die ist jetzt mal... Welche war es denn? Ach, die steht dann hier gar nicht mehr. Ach doch, hier. Die ist erledigt. Hier brauchen wir so ein Battlemaster Warhorn. Location Battlemaster Island. Diese Fische müssen wir noch angeln. Das könnten wir eigentlich auch mal probieren. Das probiere ich mal als nächstes aus. Schnappen wir uns gleich mal die Angel. Ist die noch ausgerüstet? Ja. Und dann angel ich hier mal kurz fleißig, in der Hoffnung, dass wir das Ding noch voll kriegen. So, jetzt lass uns aber nochmal kurz die Fackel basteln. Ich will nochmal kurz hier runter scrollen. Gibt es hier noch irgendwas? Wormwood Plank. Episch.
Boah, Zeug gibt's, ne? Das hier wollte ich. Was fehlt mir? Kohle. Kohle konnte ich hier. Stimmt das? Ach ne, Kohle ging hier oben, ne? Nice. So, jetzt gucken wir mal. Inventory. Wo ist denn so ein Ding? Lass uns mal hier in der Gesamtübersicht gucken. Karten. Oh Gott, sowas hier wiederzufinden, das müsste doch eigentlich bei Schiff sein, oder? Hm. Schlüssel nicht. Hier. Place. Ach, guck mal, die kannst du da dran machen. Och, wie gut. Ich hätte aber gesagt, wir machen mal eins innen rein, oder? Dass wir ein bisschen was sehen. Aber so eine offene Flamme kann ich ja eigentlich hier nicht drunter setzen. Da brennt es ja auf jeden Fall, oder? Kann man die überall dran machen? Ach, guck mal. Das wäre natürlich auch geil. Dann sehen wir theoretisch von weiter weg unser Schiff. Aber ich würde es hier nach außen machen. So. Ach, wie gut. Okay, jetzt würde ich sagen, ich angel. Und probiere ein bisschen mein Glück. Ihr könnt ja beim ersten Fisch dabei sein. Und ich würde dann mal alle Köder und alle Angelhaken hier verangeln, in der Hoffnung, wir bekommen zwei von diesen Fischen. Oder Kisten. Kisten wären auch okay. So, was haben wir gekriegt? Ein verrottetes Holzbrett. Wow. Jo, dann machen wir es jetzt so. Ich mache kurze Schnibbelei. Ich angel alles durch und dann berichte ich euch, was ich gefangen habe. So, letzte Runde. Einiges habe ich gefangen. Ich zeige es euch auch gleich. Unter anderem haben wir den Angelfisch zweimal gefangen. Damit haben wir die Quest soweit erledigt. Rote Krabben habe ich gefangen. Und auch Piranhas und alles mögliche. Sollen wir mal kurz weiter rausschmeißen hier. Barracuda habe ich gefangen. Eine Flasche mit einer Map und auch eine Kiste. Und jetzt versuche ich gerade mal mein Glück mit den besseren Angelhaken. Davon haben wir aber nur zwei Stück. Das heißt, ich würde jetzt auch nur einen verbrauchen. Mich interessiert nur, ob man hier besseren Loot angelt. Jetzt habe ich alles leer. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich alles leer gefischt. Ach, guck mal, wir haben nochmal einen Angels-Fisch gefangen. Und man sieht unten auch, die Angelhaken verbrauchen sich nicht immer. Also die Würmer und der Fleischköder, die sind immer weg. Aber hier die Angelhaken zum Beispiel, da hat man manchmal Glück, dass sie sich nicht verbrauchen. So, jetzt wollen wir aber mal kurz reingucken. Also, Inventory. Jetzt schauen wir mal. Also, Essen, Essen, Essen ist alles soweit klar. Lass uns hier mal die Sterne kurz beseitigen. Hier. Das ist die Kiste, eine alte Kiste von einem versunkenen Schiff. So, was haben wir gekriegt? Ein Edelstein und 30 Kupfer. Ja, das ist doch schon mal okay. Dann machen wir mal die Flasche auf. Oh, guck mal, jetzt haben wir hier Map to Mining Cave. Das ist der Seaport, ne? Lass uns mal kurz gucken. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Seaport, bevor wir jetzt die andere Mappe dann auch öffnen. Ansonsten habe ich noch gefunden, ja, so einiges an verrottetem Holz. Das wollte ich mir eigentlich auch mal. Und guck mal, rote Krabben. Und hier diverse Fische haben wir noch gefunden. Salomon. Hier so ein blauer Fisch. Hier Barracuda.
Ich würde sagen, wir haben einiges mittlerweile in der Kiste. Was ist denn das hier eigentlich? Ah, ein Angelhaken, okay. Honig haben wir hier noch. Boah, wir haben auch Zeug. So, wie viel Geld haben wir jetzt? 6 Silber, 80 Kupfer? Dann würde ich sagen, wir machen uns dann auf dem Weg zu dem Hafen. Wir gucken nochmal kurz rein. Hier würde ich mit euch dann hinschippern, beziehungsweise ich hole euch einfach in der nächsten Folge dort ab. Und dann schauen wir mal, was da so los ist. Ich bedanke mich bei euch wieder mal fürs Zuschauen. Genießt mir die Zeit. Bleibt mir gesund. Bis gleich. Ciao.